Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 31. Mai 2018? Vollmond ist vorbei. Es hat die abnehmende Mondphase begonnen. Abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, beginnen, was abnehmen soll, wie zum Beispiel abnehmen. Aber bitte auf die einzelnen Tagen auch achten, weil es gibt immer Einflüsse, wo das hindert. Also immer informieren, welche Einflüsse haben wir täglich. Sonne bewegt sich bzw. befindet sich, die Bewegung macht hier nicht die Sonne, sondern das ist die Scheinbewegung, die Sonne in Tierkreiszeichen Zwillinge. Natürlich die Sonne beleuchtet die Tierkreiszeichen Zwillinge und wir sollen da hinschauen, weil die vermitteln uns etwas. Und das ist die Geschichte von Castor und Pollux. Das habe ich in den vergangenen Tagen in Tageshoroskopen auch ausführlich erzählt, die mythologische Geschichte dazu. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf und das bedeutet natürlich für die Zwillingsgeborenen ein Aufstieg. Die Bedürfnis sehen, gesehen werden oder etwas ins Licht zu bringen, etwas präsentieren und auch Klarheit und Orientierung. Merkur nähert sich, auch bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und sorgt für Gespräche und eine Nachricht oder ein klärendes Gespräch nähert sich schon. Unser Planet Erde befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und unserem Planet Erde bekommt ein Einfluss von einem königlichen Stern Antares. So ähnlich wie Mars. Das ist Kraft. Das ist wirklich Kraft, was wir gerade verspüren. Aber nicht nur unserem Planet wird von diesem königlichen Stern bestrahlt, von diesem Antares, sondern die Sonne bekommt auch einen Einfluss auch von einem königlichen Stern. Und dieser königliche Stern heißt Aldebaran, die Auge des Stieres. Zum Sehen, etwas klar und deutlich erkennen und natürlich die Wahrheit mal hinschauen. Also das sind die beiden königlichen Sterne, Antares und Aldebaran. Antares bestrahlt unseren Planet Erde und Aldebaran hat einen Einfluss auf die heutige Sonne. Aber Mond bekommt auch einen Einfluss. Mond bewegt sich im Grenzbereich zwischen Schütze und Steinbock. Und hier in diesem Bereich sind Nebel. Akuleus und Akumen. Und bei diesem Nebel sollen wir orientieren. Und die Zentrum hier in diesem Nebel ist nichts anderes als die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und dieses Zentrum unserer Galaxie hat einen Einfluss auf die heutige Mondbewegung und das vermittelt uns eine Botschaft, auch wenn das alles undurchschaubar erscheint. Wir sollen die Ziele nicht aus den Augen verlieren. Wir brauchen auch Glück heute, weil die Energie ist dafür da, etwas Neues starten, etwas Neues beginnen, aber von etwas noch trennen, was in diesem Weg uns stört. Aber der Mondeinfluss begünstigt den Neuanfang. Wir können etwas starten. Wir dürfen handeln, etwas verändern, auf die Reise zu gehen, etwas Neues beginnen. Das verspricht Gewinne, das verspricht Wachstum. Und weil etwas noch undurchschaubar ist, brauchen wir Orientierung und brauchen wir auch Glück. Und dafür empfehle ich die Halbedelstein, wobei das ist sehr wertvoll und sehr edel, Jade. Jade wurde bei allen Kulturen verehrt.
Aber einen besonderen Platz haben die Chinesen vermittelt. Nicht nur als Kunstgegenstand, sondern das war ein Symbol für Schönheit, für Harmonie, für Gerechtigkeit, auch für Weisheit und auch für Weiblichkeit. Bei diesem, ich könnte bei Jaden sogar als Edelstein bezeichnen, weil Jade ist sehr wertvoll. Jade ist auch ein Schutzstein und auch Glücksstein, also bringt uns auch Glück. Jade wurde auch bezeichnet als Nierenstein, weil heilt Nierenerkrankungen. Bei vielen Kulturen wird behauptet, dass Jade ist ein magischer Stein für Ritualen und schützt vor Bösen. Jade sollen wir einmal im Monat mit lauwarmen, fließenden Wasser entladen und mit Mondenergie aufladen. Nicht mit Sonnenenergie, sondern nur mit Mondenergie. Und die heutige Mondbewegung hilft, orientieren, Klarheit zu bekommen, etwas in Bewegung setzen und schützt uns im Reisen und hilft, unsere Ziele zu erreichen. Die heutigen Tag, 31. Mai 2018, wird von Engel Yabamiach beherrscht. Engel Yabamiach hilft uns bei Energiearbeit, auch bei Ritualen und auch bei Transformation. Und jetzt die einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Ich habe erwähnt, das bedeutet ein Aufstieg, Klarheit, Orientierung. Die Zwillingsgeborenen zweifeln noch. Es ist etwas da, was noch unsichtbar ist. Aber es nähert sich ein Gespräch oder eine Nachricht und dadurch bekommen die Zwillingsgeborenen Klarheit oder es klärt sich etwas auf oder es kommt einen klärenden Gespräch. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben eine starke Liebesenergie, auch Glück in die Liebe. Wenn sie in diesem Vertrauen bleiben, dann leben auch ihre Träume. Und die Krebsgeborenen bekommen zurzeit auch ihre Rechte. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben noch karmischen Themen, aber sie haben mehr Klarheit und mehr Orientierung. Sie wissen die Richtung. Aber sie sollen auf die Kraft achten, ihren Kraft bleiben und wo liegt die Kraft? In die Ruhe liegt die Kraft und es brauchen zurzeit die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben die schöpferische Kraft, aber sie wissen noch nicht, wie sich das umsetzen. Die Gespräche helfen nicht die Jungfraugeborenen, weil das hindert eher. Entweder ist jemand damit nicht einverstanden oder hört gar nicht zu oder fehlt dieses Gespräch. Also es ist besser, wenn die Jungfraugeborenen gerade selbst die Entscheidungen treffen. Wo die Jungfraugeborenen Glück haben, das ist eine rechtliche Lage und die Liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen kommt auch ein wichtiges Gespräch, Information oder ein Treffen oder ein Vertrag. Und die Wagengeborenen spüren auch die Kraft. Und mit diesem Kraft können sie etwas Neues starten. Was die Liebe, Partnerschaft und die Gefühle betrifft, ein bisschen Geduld noch, weil das nähert sich etwas und das wird die Wagengeborenen auch begeistern. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück. Bei vielen Skorpiongeborenen kehrt etwas zurück von Vergangenheit. Entweder eine bestimmte Person oder die gleiche Situation. Und da bekommen die Skorpiongeborenen ihre Rechte. Und in der Liebe-Partnerschaft haben die Skorpiongeborenen auch eine starke Liebesenergie und auch Glück.
Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen versuchen gerade orientieren. Auch wenn es heute noch nicht gelingt, in die Tagen bekommen eine wichtige Information und das eignet sich auch für einen Neuanfang. Nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch beruflich. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen kommt in die kommenden Tagen etwas in Bewegung. Was wichtig ist, bei den Steinbockgeborenen etwas verabschieden, loslassen, weil etwas hindert noch bei Erfolg. Und was ist wichtig noch für die Steinbockgeborenen? Das ist die liebe Partnerschaft. Das, was das Leben spiegelt gerade. Und die Steinbockgeborenen sollen in dieser Spiegel schauen. Und nicht nur warten oder zurückziehen, sondern aktiv sein, auf anderen zugehen. Aber das darf nicht einseitig sein, sondern hier ist wichtig das innere Gleichgewicht, die Harmonie, aber auch Gleichgewicht und Gerechtigkeit in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben Kraft, einiges zu bewältigen, gerade was die Berufung betrifft, weil da haben die Wassermanngeborenen gerade Erfolg und ein gutes Gespräch, eine gute Nachricht nähert sich auch. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und es ist eine fließende Energie und sie können gerade ihre Träume leben, vorausgesetzt ist, dass sie daran glauben. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen ist ein beruflicher Aufstieg. Eine gute Nachricht ist unterwegs. Etwas klärt sich auf. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind eher zurückhaltend. Und sie fühlen sich zurzeit müde, erschöpft, kraftlos. Sie brauchen auch diese Ruhe. Und abwarten, was sich nähert. Eher die Beobachter sein, wo sie Glück haben, das ist die liebe Partnerschaft. Und das war mein Tageshoroskop. Was ich noch erwähnen möchte, das sind die Blitzberatungen. Wie funktioniert es? Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen ihren Fragen. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Heißt auch Blitzberatung. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.